Es geht ihm an vielen Stellen um Übertreibungen und ich glaube, das können wir uns jetzt wirklich anschauen, was er damit meint. Armin Moorbach, bitte. So, erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sein darf, auch als Mann. Ich bin vielleicht ein schwuler Mann, dann zählt es nicht ganz so. Es geht so ein bisschen darum, über meinen Werdegang. Es geht ein bisschen darum, wer bin ich eigentlich? Ich war nicht immer Chefredakteur, ich war nicht immer Fotograf, sondern ich bin 1971 geboren. Ich bin in der Beautybranche, man sieht es mir nicht an. Also man kann viel machen. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht vom roten Teppich. Ich bin auch nicht Mark Forster, für den ich in der Fußgängerzone immer gehalten werde. Oh, guck mal, der Mark Forster. Das bin ich auch nicht, sondern ich war kurz mal bei Heidi Klum, aber wir Deutschen lieben es, die Stars hochzuhalten über Jahre und Jahre und Jahre. Ross Anthony ist auch immer noch ein schwuler Star, mit dem werde ich oft genannt. Ich habe aber ganz einfach angefangen. Ich habe 1986 meine Lehre begonnen als Friseur bei Vidal Sassoon in München. Ein Bild, damals schon mit Hut. Habe ich ganz schnell gemerkt, der Friseursalon ist gar nichts für mich. Da habe ich überhaupt keine Lust, keinen Bezug zum Friseursalon und wurde Freelancer, also Hairstylist. Das war damals in den 90ern ein bisschen sowas, wie wenn man jetzt sagen würde, ich muss überlegen, findet man nicht. Es war nicht so gang und gäbe. Ich bin jetzt ganz schnell ins Ausland gegangen und habe gemerkt, das liegt mir so ein bisschen, das Haare machen. Ich habe dann so ein paar, sieht man ein paar Arbeiten von mir, das Schnütchen habe ich immer schon gemacht. 1991 habe ich meine erste Chanel-Show frisiert. Ich glaube, ich war nicht der beste Friseur, aber ich sah ziemlich hot aus. Das glaube ich, war in der Branche damals auch sehr wichtig, hot auszusehen. Und die Chanel-Show hat mich sehr inspiriert, nämlich hier sah ich danach so aus. Das bin auch ich. Ist viel Fantasie ist genau das. Hier sind einige meiner Arbeiten als Friseur, ob es ein Patrick de Machelet ist, ein Peter Lindberg ist. Ich habe meinen Weg in der Branche gemacht und habe gelernt. Also ich habe gelernt und habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe gemerkt, was will der Kunde, was will der Friseur, was ist mein Geschmack, was ist der Geschmack des Kundens. Und habe 2003 meine Agentur Balsal gegründet. Balsal ist eine Agentur für Haare, Make-up, Styling und ich habe damals gemacht, alles was die Arschlöcher da draußen gemacht haben, tue ich meinen Künstlern nicht an. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, in Deutschland gab es nicht viele Haare, Make-up, Styling Agenturen. Ich war noch sehr jung, ich war ja, 31, 32 Jahre alt, schwindel ich jetzt ein bisschen. Und wir betreuen Künstler, Magazine, also das war so ein bisschen mein Standbein schon in der Beauty-Industry sozusagen. Ich habe 2005, ziemlich bockig wie ich war, weil ich bin ein bisschen bockig, habe ich gedacht, jede Redakteurin kommt zu mir und sagt, ja, roter Lippenstift muss so aussehen, hat noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt, die Frisur müssen so aussehen, habe ich mir gedacht, oh nee. Also wenn mir noch einer erzählt, wie es sein muss, mache ich selbst. Dann habe ich das Tusch-Magazin gegründet. Ich hatte nicht viel Geld, ich hatte 5.000 Euro und viele, viele Freunde in der Branche. Wenn man das Magazin so sieht, da kommen wir auch gleich nachher noch zu sprechen drauf. Aus dem Tusch-Magazin wurde plötzlich die Fotografie. Wie kam ich zur Fotografie? Ich wollte nie Fotograf werden. Haben wir gedacht, oh nee, Fotograf, lass mal. Eines Tages haben wir eine Produktion für die Tusch gehabt und der Fotograf kam nicht. Was habe ich mir gedacht? 20 Jahre neben der Kamera, kann ich auch mal die Kamera in die Hand nehmen. Mein erstes Bild. Also das war mein erstes Foto für die Tusch. Es war ganz praktisch. Ich musste keinen betteln, ob es veröffentlicht. Konnte ich ja selber machen. Also war ganz praktisch. Konnte ich einfach ins Magazin packen. Jetzt ist so eine kleine Zeitreise, wie es funktioniert. Wie hat sich meine Fotografie entwickelt? Weil das ist ganz wichtig, was danach mit der Tusch passiert ist. Also ich habe ein bisschen experimentiert. Konnte ich ja. Hatte ja noch den Job, da bleiben wir ein bisschen länger auf der Seite. Ich hatte noch den Job des Friseurs. Also da konnte ich noch ganz viele Dinge nebenher, konnte ich Geld verdienen, um das Magazin zu finanzieren. Es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. 2012 bin ich dazu übergegangen, habe ein bisschen abstrakte, habe Fotografie mit Müll gemacht. Ich habe einfach meinen Traum gelebt. Ich habe nichts beachten müssen wirklich. 2011 sah meine Fotografie schon so aus.
Das sind Duschvorhänge, das war ein Special für Magella, was wir gemacht haben. Und 2011 klingelte plötzlich das Telefon. Und da sagt jemand, hallo, hier ist FC Gundlach. Und dachte ich mir, nebenan im Büro verarscht mich jemand, sage ich, ja, ja, FC Gundlach. Der lud mich ein in die Stiftung und hat damals, ich noch keine Ahnung von Kunst gehabt, 29 meiner Werke in die Stiftung aufgenommen. Das bedeutet eigentlich schon, auf der einen Seite ist man, hat man einen Ritterschlag, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz schwer. Weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, du machst mir keine L, keine Gala, keine Grazie und du fotografierst keine Celebrities mehr. Ui, dachte ich, schwierig. Was macht man jetzt? Dann hat er mir erklärt, wie Licht funktioniert. Er hat mich schon so ein bisschen an die Hand genommen und hat dann meine Fotografie geprägt. Also ich würde schon sagen, der große Austausch mit ihm hat mich eigentlich ja, sehr geprägt. Es gab immer Themen, die mich interessiert haben, wie zum Beispiel Planking. Das war eine Ausstellung, das war über mehrere Stockwerke. Mit dem Fahrstuhl, es waren 7 Stockwerke, ist immer jemand eingestiegen. Also ganz oben war dann hier, waren alle an Bord. In der Fotografie bei mir geht es immer daran, ich habe jahrelang mich mit Gesichtern auseinandergesetzt. Immer gedacht, oh, schminke, schminke und klar, noch mal ein bisschen Haare machen. Dann nimmt man mal eine Claudia Schiffer, wird man sofort berühmt, wenn man das Bild verkauft, weil da geht es einfach. Jeder will eine Claudia Schiffer zu Hause haben. Habe ich mir gedacht, nee, man reduziert das Ganze mal und ich konzentriere mich wirklich auf keine Gesichter. Weil ich glaube, es ist viel mehr Geschichte und es ist viel schwieriger, damit umzugehen. Rechts, ja, stimmt. Ich hatte einen Albtraum vom Elefantenmann. Also den gab es früher im Fernsehen. Und als meine Eltern früher mal ausgegangen sind, durften wir auf ORF, kam es der Elephant Man. Und dieses verfratzte Gesicht, der mir den Jutesack über den Kopf gezogen hatte, hat mich jahrelang verfolgt. Das ist mein Zurückschlagen des schönen Elefantenmanns. Links, was immer Leute denken, ist es retuschiert. Nein, da haben wir in 2-stündiger Arbeit Ping-Pong-Bälle auf das Model geklebt. Mit einer Heißklebepistole. Das war noch nicht so fortgeschritten. Das sind Sachen, ich hole mir natürlich immer Visagisten, hole mir Leute aus meiner Branche, die gut sind. Weil ich glaube, jedes Foto ist nur so gut wie das Team. Also ich bin keiner der Fotografen, die sagen, das machen viele Franzosen, die sagen, erst komme ich, dann kommt lange nichts, dann kommt der Visagist, dann kommt der Friseur. Ich hole mir die guten Teams, weil ich glaube, nur so funktioniert es. Das sind Sachen, die wir für Philip Tracy gemacht haben. Und das ist ein ganz schönes Bild für mich. Und zwar habe ich mir gedacht, beim Make-up, oh, rosa Lippenstift und rosa Lidschatten. Die Beauty-Branche macht immer den gleichen Schmarrn. Also habe ich gedacht, die Verpackungen, die weggeschmissen werden, sind viel hübscher. Haben wir sie wieder ins Gesicht geklebt. Das ist für mich so, was ist, wenn ein Mädchen nichts mehr hat? Keine Haut, keine Haare, keine Make-up, keine Lippe. Wie ist das mit den Mädchen zu arbeiten? Wir haben Mumien nähen lassen und haben dann Mumien fotografiert. Es war mein Albtraum. Ich glaube, ich bin ein sehr schneller Fotograf. Um 16 Uhr hatte ich noch kein Bild, weil du kannst mit den Mädchen nicht wirklich reden, außer sie schreit immer, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Das ist die einzige Kommunikation, die du damit hast. Wenn man genau sieht, auf der rechten Seite des Bilds sind Plastikfingernägel. Also das ist immer wieder in der Beauty-Branche, bleibe ich dabei, wieder mein Penis, um es ein bisschen aufzuheitern. Das sind so ein bisschen die aktuelleren Arbeiten meinerseits. Diese Masken näht meine Mama, ja, also ist ganz wichtig. Zu der geht, die wohnt bei mir in der Nähe, die hat Modejournalismus studiert und war an der Modeschule. Und da sage ich immer, ich hätte gern eine Reißverschlussmaske. Dann gehen wir am Flohmarkt und dann näht sie mir das, dann probieren wir das aus. Also es ist schon so ein bisschen Familienbetrieb. Dieses Bild ist entstanden in einer schwachen Sekunde. Der Luftballon flog hoch, die 2 Scheinwerfer haben sich getroffen. Ich habe den Edding geholt, draufgemalt. Das Bild hat sich super verkauft. Also ist die schnelle Idee. Das sind einige Ausstellungen, die ich schon hatte, immer zusammen mit der FC Gundlach Stiftung. Lesen kann selber jeder. Wenn man sich eine Morbach kauft, was bedeutet es, sich Morbach zu kaufen? Morbach verkauft man sich ein großes Bild. Mich gibt es nur groß. Ich habe damals bei der Galerie gefragt, wie mache ich viel Geld und schnell viel Geld? Große Formate. Okay, also das kleinste Format ist 1,60 Meter hoch. Dann sieht man, dass man, wie so eine Ausstellung zum Beispiel in Remagen in Bonn ausgesehen hat, große Werke. Und jetzt sozusagen zum Abschluss meiner Karriere, zum Highlight meiner Karriere, habe ich mit dem Distanzverlag zusammen mit Mirko Borsche ein Buch gemacht, meine Arbeiten.
Hat lange gedauert, weil man überlegt sich, was macht man Richtern, aber Mirko Borsch hat sein Händchen drauf gehabt. Was macht man mit dem ganzen Input, den man jeden Tag bekommt und jeden Tag sagt, man macht Haare, Make-up, Styling, Fotografie, wacko, wah, hat eine Agentur. Da muss man Kohle mitmachen mit der ganzen Sache. Da dachte ich mir, ja, schlau bin ich. Ne? Da habe ich gedacht, okay, ich gehe an die ganzen Firmen ran, ich verkaufe keine Advertorials, ich verkaufe kein Ding, ich verkaufe mich. Hat ganz gut funktioniert bei Schwarzkopf seit 12 Jahren. Und was machen wir mit diesen Kooperationen? Der gute Kontakt zu FC Gundlach hat, Schwarzkopf wurde 120 Jahre alt. Und 120 Jahre Schwarzkopf bedeutet viel. Wir sind nicht mehr bei der Drei-Wetter-Taft-Frau, sondern wir wollten uns modernisieren. FC Gundlach war der erste Taft-Fotograf. Also die Bilder sind spektakulär. Wir haben FC Gundlach nach über 20 Jahren Abstinenz weg von der Kamera wieder zur Kamera geholt und haben seine Bilder neu interpretiert im Wandel der Zeit. Das ist der gleiche Moment, die gleiche Uhrzeit, die gleiche Einstellung. Und es ist sehr spannend zu gucken, wenn FC Gundlach mit einem am Set ist, was passiert danach? Also wir haben die Bilder, er hat jedes Detail lustigerweise noch gewusst, wie man die Hand hält, wie man den Finger hält. Es war eine spektakuläre Arbeit. Berlin, auch im Wandel der Zeit, es gibt einige, zeige ich jetzt hier noch. Was haben wir daraus gemacht? Was hat Schwarzkopf daraus gemacht? Eine große Ausstellung am Potsdamer Platz im Wandel der Zeit zum Jubiläum der 120 Jahre Schwarzkopf. Was habe ich noch ein bisschen Geld damit verdient natürlich? Ich habe danach gesagt, okay, wir brauchen auch eine neue Kampagne, ein neues Image für Schwarzkopf, weil Heidi Klum funktioniert dann nicht mehr in jeder Art. Und habe mit Schwarzkopf ein Konzept entwickelt, dass wir Retusche weglassen. Dieses aus, was die Missy macht, wir haben auch schwarze Frauen, Transgender, wir haben natürlich den Trend, auf den jeder aufspringt, haben wir natürlich auch gemacht und haben das natürlich schön umgesetzt. Wir haben gesagt, wir zeigen Diversity und Create Your Style und haben dann auch eine Toni Garn und das haben wir dann produziert und fotografiert. Also hat das Ganze, was ich gerade gesagt habe, einen Sinn gemacht. Geld kommt nach Hause. So, was ist die Vision der Tusch oder was ist meine Vision für Beauty? Und das ist ganz wichtig und sehr spannend, denn 2005 habe ich ein Beauty-Magazin gemacht und wenn man rechts genau guckt, man liebte Violett und Rosa, das war deutsche Lieblingsmagazine um 2005. Und ein tolles Beispiel ist unsere Art-Direktoren. Wir haben die 5-mal gewechselt, wir hatten Stefan Pietsch, wir hatten Chang Lin, der jetzt Zalando macht, wir haben Emra, der macht jetzt die Harper's Bazaar, glaube ich, also habe ich gehört. Reto Brunner, der früher auch mal die Vogue gemacht hat. Mirko Borsche hat lange die Tusch gemacht. Auch, was bei uns wichtig ist, uns interessiert der Schriftzug nicht. Weil ich finde, ich komme jetzt zweimal im Jahr raus und ganz ehrlich, wer uns kauft, kauft uns. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Frau Müller mal sagt, das ist aber ein interessantes Magazin, das nehme ich mal mit. Ich glaube, wir haben eine Heavy Readerschaft, wir sind ein Beauty-Magazin. Und in Deutschland gibt es vergleichsweise ab und zu kommt mal die Vogue mit dem Beauty-Magazin, immer da mit dem Beauty-Magazin, aber konstant seit all den Jahren gibt es eigentlich nur uns. Das hat Mirko Borsche so ein bisschen, der ist brutal mit Typo umgegangen, das habe ich ja gerade in den Vorträgen davor gemerkt, das ist ja sehr wichtig, ich kenne die Schrift nicht. Also ich kann nicht sagen, wie die Schrift heißt. Aktuell haben wir jetzt Hedi Xand, der sitzt hier unten, das ist mein neuer Kreativdirektor. Und wir wollten einfach mal so ein bisschen, was ist nicht gut für die Schönheit, das ist Rauchen. Und dann haben wir gesagt, Rauchen ist für den Arsch. So haben wir natürlich haben wir das Cover dann gemacht. Und es war eigentlich unser bestverkauftestes Cover, spannenderweise. Hätten wir mal früher drauf kommen können. Und jetzt mit Hedi sind wir sehr brutal. Also wir gehen mit Schriften sehr brutal, wir gehen mit Look sehr brutal, weil wir glauben, oder ich weiß zu wissen, es gibt einen roten Lippenstift, es gibt einen rosaroten Lidschatten, es gibt die toupierte Frisur der 50er, 60er, 70er, 80er, aber es kommt alles immer wieder neu. Es gibt nichts Neues, es gibt nur neu kombiniert. Jetzt habe ich mal das Ding mal gemacht, jetzt habe ich mal mein allererstes Foto genommen und habe den neuen Schriftzug drauf gedacht, da dachte man sich, ja, gar nicht so schlecht, ne? Kann ich nächste Woche wieder online gehen damit? Verkaufe ich nochmal neu. Wie ist die Tusch eigentlich? Oder was bedeutet die Tusch? Oder was bedeutet für mich das Ganze inszenieren? Was ist es für mich, was der Reiz der Tusch zu machen? Die Tusch ist anders. Also bei uns geht es nicht darum, Gesichter zu zeigen. Bei uns geht es nicht darum, viel Text zu haben. Ich habe eine Leseschreibschwäche, gebe ich zu. Ich habe in meinem Heft noch nicht viele Texte gelesen, aber ich bin dafür für schöne Bilder zuständig. Bei uns geht es nicht darum, Models zu zeigen, bei uns geht es nicht darum,
Wir wohnen im Hamburger Hafen. Da sind viele weiße Pakete angekommen damals. Wir lassen uns aber auch anders inspirieren. Wir lassen uns inspirieren von Boys und zeigen aktuelle Kollektionen. Wir haben den Make-up-Artisten von Walking Dead geholt und haben gesagt, okay, was passiert, wenn wir so weitermachen? Haben daraus eine Modegeschichte gemacht. Es war für mich super spannend, weil eine Chris Gottschalk ist ein großes Mädchen. 5 Minuten noch? Na, leck mich. Ja, okay, dann gehe ich mal ein bisschen schneller. Also wenn wir haben zum Beispiel auch Mädchen, die wir nicht so große Namen haben, stecken wir unter Lampenschirme. Wie gehen wir mit Lippenstiften um? Wie gehen wir mit Nagellacken um? Wie gehen wir wieder mit Lippenstiften um? Wir kleben gerne ins Gesicht. 5 Minuten schaffe ich. Wir kleben gerne ins Gesicht. Und hier ein gutes Beispiel. Wie entwickelt sich die Beauty-Fotografie? 2010, 2014, 2018. Der gleiche Look. Und ich kann jedes immer noch verwenden. In der Beauty ist wirklich alles klassisch. Babuschkas. 2013, 2018. Farbige Mädchen mit Pünkten ins Gesicht. Das lieben Visagisten. Das ist eine schöne Geschichte. Da sind wir nach Indien gefahren und haben Leuten auf der Straße Sonnenbrillen gegeben. Das war wirklich ein super Projekt. Wir sind provokativ. Ich bin schwul, aber ich liebe Titten. Ja? Oder Sex im Alter, haben wir gerade gehört. Ein sehr wichtiges Thema. Sex im Alter ist ein wichtiges Thema. Das ist aus unserer Ausgabe 2006. Transsexuelle ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben 60% Frauen, 40% Männer. Das sind wahrscheinlich alle Männer wie ich, aber das ist eine große Zielgruppe. Hier geht es, wenn wir weiter mit der Schönheitsindustrie so weitergeht. Ich wollte Frauen zeigen, wenn die weiter zum Beauty Doc gehen, was passiert 2050? Amanda Lepore, da habe ich ein bisschen auf die Schippe genommen, die ganzen Vogues dieser Welt, und habe mit Amanda Lepore die ganzen großen Covers von Schiffer und Naomi Campbell nachmachen lassen. Wir sind auch weird. Eine Toni Garn muss bei uns nicht aussehen wie eine Toni Garn. Die malen wir trotzdem einfach an, weil man muss sie nicht erkennen. So gehen wir mit Beauty um. Das ist mein Lieblingsmotto, Le Petit Déjeuner, das ist unser französischer Beitrag bei der Fashion Week. Die Furries waren ein großes Thema, als alle da kamen auf die Convention gegangen, haben wir Mode damit gezeigt. Ein wichtiges Ding sind die Gummibären. Die Gummibären wurden ins Gesicht geklebt. Wieder ein guter Vergleich 2006, 2018. Panemonia, Fetisch ist bei uns ein großes Thema. Wie gehen wir mit Beauty um? Wir sind aber auch zeitlos. 2008, 2017. Ähnlich. 2007, 2017. Es ist nicht alles meine Fotografie. Das passiert. Nehmen Sie mal ein Bild, was 15 Jahre ist aus einem Modemagazin und bringen das neu. Schwierig. In der Beauty kein Problem. 2006, 2015, 2006, 2010, 2017. Es ändert sich nicht viel. Und wenn ich jetzt 2006 anschaue, könnte ich es wieder ins Heft nehmen. Wir sind aber auch einfach nur schön. Aber was ist Schönheit? Schönheit bedeutet retuschiert sein. Wir wurden immer ein bisschen weniger retuschiert. Jetzt sind wir da, haben uns ein bisschen angeglichen an andere Magazine. Jetzt sind wir da. Aber was passiert, wenn wir uns angleichen würden an Modemagazine? Dann wären wir da. Das ist schwierig, weil dieser ganze grungige Underground-Look funktioniert in unserer Branche zero. Das will kein Chanel, kein Saint Laurent, kein Dior, will das sehen. Also gehen wir mit Sachen anders um. Wir inszenieren. Da haben wir Lacke auf Trommeln gemacht und die haben gespielt und haben so Nagellacke gezeigt. Ich muss schneller, oder? Habe ich noch 3 Minuten? 3 Minuten, okay. Da haben wir den Fotografen gefragt, ob er denn durch die Stadt gehen kann, animiert an Nagellacke. Oder so. Das sind Bären mit Lippenstiften. Da gehen wir in die 3D-Welt. Das ist unser Hedi, der wirklich viel mit 3D macht. Wir machen sehr viel mit 3D. Das haben wir 2013 gemacht. Da haben wir die Leute gescannt und haben danach die Figuren und die Kostüme gemacht. Wir machen Teppiche auch bei der Tusch. Illustration mit Lego-Männchen, da geht es um Farbpaletten, die wir gezeigt haben, und zwar ein roter Lippenstift, wie können wir den anders inszenieren? Und was passiert 2018? Ich bin gleich fertig. 2018, ein kurzer Einblick, das haben alle gemacht, die neuen Covers, wir machen immer 8 Covers, weil ab und zu geht jemand am Flughafen immer vorbei, sagt, ach, das kenne ich noch gar nicht, kaufe ich 2. Ich glaube, es ist sehr spannend, also man muss es einfach nur sich überlegen, warum wir das machen. So sehen ein paar Inhaltsseiten aus. Immer die Kombination zwischen der Mode und dem 3D-Interviews. Das ist die Schrift, die einzige Schrift, die ich kenne, ist die Matterhorn-Schrift, die war lange verpönt. Die haben wir in der nächsten Ausgabe. Das sind 3D-Sachen, die wir haben.
afrikanisches Thema. Da haben wir gesagt, was sind die größten Sachen, die am Zoll beschlagnahmt werden, die man nachtöpfern lassen. Nicht schön, aber effektiv. So gehen wir mit Künstlern um, die im Heft stattfinden. Das ist Synchrodocs, die eigentlich ziemlich bekannt sind. So gehen wir inzwischen mit Beauty um, anderen Themen. Nadja Auermann im nächsten Heft war für uns eine große Ehre. Ist mein großes Idol, aus wahrscheinlich ist es ein Schwulentraum, mit der mal zu arbeiten. Und Pferdi, vielen Dank, das war's. Sie haben es fast geschafft. Du merkst es am Applaus, das war unglaublich rasant und toll, ja, wunderbar und klasse und super. Danke, 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 danke. Und weißt du was? Es gibt keine Frage. Exakt. Das ist super, da habe ich alles gut erklärt. Keine einzige Frage. Sehr gut. Ich halte mich auch zurück. Super, danke schön. Ich danke dir sehr. Nach der Pause geht es weiter mit Fashion, aber in einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich Fashion und Digitales.